6 Teams sind nominiert für den WTT Young Leader Award 2024. Insgesamt 49 Studierendenteams von der Ostschweizer Fachhochschule, haben monatelang an 8 Aufträgen von Schweizer Unternehmen gearbeitet. Die 6 nominierten Teams haben mit ihrer Arbeit die Jury überzeugt. Sie stehen jetzt im Finale um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Ostschweizer Fachhochschule unterrichtet an ihren Standorten St. Gallen, Rapperswil und Buchs rund 3'800 Studierende. Die Ost setzt auf regionale Vernetzung, besonders in die Wirtschaft. Ein Projektteam hat für die Hochschule untersucht, wie die Ost die Wahrnehmung von ihrer Marke in der Öffentlichkeit effizienter steuern kann. Die Ost ist ja noch eine relativ junge Marke und dementsprechend war der Auftrag an das Projektteam, ein Markensteuerungs-Dashboard aufzubauen, das Diskrepanzen zwischen Fremdbild und Selbstbild der Marke aufzeigt und uns so etwas an die Hand gibt, wo wir wissen, wo wir Aktivitäten setzen müssen, um die Marke weiterhin zu stärken. Das Dashboard für die Ost stellt grafisch dar, wie die Marke zum Beispiel auf Social Media ankommt. Bei der Recherche von verschiedenen Produkten haben wir unser Dashboard angeschaut und dann geschaut, was es auf dem Markt gibt, was können wir daraus herausziehen, wie sieht eine gute Darstellung aus, und da haben wir dann auf unser eigenes Dashboard abgeleitet. Die Studierenden aus der Wirtschaftsinformatik haben untersucht, welche Daten sich wie sammeln lassen und wie sie die Daten dann übersichtlich darstellen können. Unser Ergebnis von unserer Projektarbeit ist ein Dashboard, das auf künstlicher Intelligenz basiert. Mithilfe derer werden Daten aus dem ganzen Internet gesammelt, wie zum Beispiel Kommentare oder Likes auf verschiedenen sozialen Plattformen. Die werden nachher visuell dargestellt in unserem Dashboard. Dort sieht man die öffentliche Wahrnehmung unserer Marke und aber auch die Diskrepanz zu der Eigenwahrnehmung der Marke. Also dort sieht man wirklich den Gap, also die Diskrepanz, von wie sehen wir uns und wie sieht uns eigentlich die Öffentlichkeit. Die Plattform der Studierenden ist in der Realität noch nicht einsatzbereit. Ihr wissenschaftlich fundiertes Konzept bietet die Grundlage für die praktische Umsetzung. Die wissenschaftliche Substanz in dem Projekt ist sehr groß. Die Studierenden haben sich mit 6, 7, 8 unterschiedlichen identitätsorientierten Markentheorien auseinandergesetzt und haben es dann dennoch geschafft, den Transfer in die Praxis umzusetzen. Das Team ist stolz, dass ihr Projekt auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Besonders stark an unserer Arbeit ist, dadurch, dass wir Wirtschaftsinformatiker sind, haben wir etwas geschaffen, das nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern auch funktioniert in der Praxis. Daher können wir als Wirtschaftsinformatiker umsetzen und anbieten der Kundschaft. Das Konzept für diese Anwendung wird die Ost jetzt weiter erforschen und weiterentwickeln. Die Ergebnisse dieses Praxisprojekts zeigen uns eine sehr gute konzeptionelle Basis auf, wie so ein Dashboard funktioniert. Konkurrenzanalysen haben uns auch gezeigt, dass es Vergleichbares gar nicht gibt. Und dementsprechend sind wir froh, dieses Projekt im Rahmen einer Forschung weitertreiben zu können. Somit werden wir auch die Ersten, die so ein Markensteuerungsrad und Dashboard zum Einsatz bringen. Die Studierenden sind mit ihrer Arbeit nominiert für den WTT Young Leader Award. Unser Team sollte gewinnen, weil wir haben mehrere Spezialisten in unserem Team und haben das gesamte Wissen, bündelte Wissen in das Projekt mit Herzblut hineingesteckt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024? Die Preisverleihung ist am 28. Oktober in der Domhalle St. Gallen mit dem Award-Referat von Selma Kujas zum Thema Personal Branding.